Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Mensch, ich muss dir eines sagen. Ich habe mich heute so auf dich gefreut. Welch bessere Nachricht könnte es geben? Also jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Moment, meinen Bruder, meine Schwester wirklich so zu sehen, wie sie sind. Das löst solche Freude in mir aus. Es löst solche Freude in mir aus, dass ich mich in dir erkennen darf. Dass ich mich in dir erkennen darf, jenseits der Worte, jenseits unserer scheinbaren unterschiedlichen Rollen, die wir gespielt haben, dass wir einfach zusammenkommen dürfen, uns erkennen dürfen und nach Hause gehen, gemeinsam. In Freude. In etwas, das sich gar nicht in Worten beschreiben lässt, letztendlich. Ich weiß nur, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich besser an als alles, was ich als Mensch, was ich als getrenntes Wesen erfahren habe. Es ist das, was ich schon immer gesucht habe. Ich habe schon immer den Himmel gesucht. Diese Erfahrung von grenzenloser Freude gesucht. Und jetzt erkenne ich es, dass ich es nicht für mich mehr alleine haben kann. Sondern nur mit dir gemeinsam. Das sind die besten Nachrichten, das ist das Beste, dass dieser Kurs, das Jesus mir gezeigt hat. Ich habe immer versucht, es für mich zu finden. Und da ich es nicht gefunden habe, bin ich immer öfter verzweifelt gewesen. Habe um Hilfe gebeten. Und genau dort, wo ich wirklich um Hilfe gebeten habe, bist du mir in deiner vollkommenen Schönheit, in deiner vollkommenen Heiligkeit, in der vollkommenen Liebe mir gezeigt worden. Du bist der Schlüssel. Zu meiner eigenen Vollkommenheit. Du bist der Schlüssel. Des Himmelreiches in mir. Du bist der Schlüssel. Des Frieden Gottes, den ich nur mit dir gemeinsam erfahren darf. Mensch, ich muss dir sagen, es ist jenseits meiner wildesten Träume. Und es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich, wirklich, wirklich wahr. Mensch, ich muss dir sagen,
wie sehr ich dankbar dafür bin. Ich war auf einer Suche für 40.000 Jahre. Habe in allen Ecken und Enden und überall an jedem Ort gesucht. Und jetzt wurde mir die Lösung, das eine Teil, das noch gefehlt hat, in dem Puzzlespiel, wurde mir gezeigt. Und dieses eine Puzzle, dieses eine, das mir noch gefehlt hat, das bist du. Das bist du, nur du. Das bist du, nur du. Kennst du das, wenn man so ein Puzzlespiel macht und es fehlt nur noch ein Teil? Dieser letzte Teil. Und endlich hat man es dann geschafft, diesen letzten Teil noch hinzuzufügen. Und es ist wunderschön. Und man ist zutiefst ergriffen. Und man kann nur mehr Danke sagen. Danke, dass du da bist. Liebe Schwester, lieber Bruder, Mensch, ich muss dir sagen, mit dir gemeinsam erfahre ich das Leben. Mensch, ich muss dir sagen, ohne dich bin ich nichts. So wie Korinther 13 sagt, ich könnte alle Sprachen sprechen. Ich könnte mit Engelszungen sprechen. Ich könnte Weissagungen machen. Ich könnte mich für den größten Botschafter Gottes auf diesem Planeten halten. Aber ohne dich, ohne die Liebe für dich, bin ich nur ein leeres Gefäß und bin nichts. Mensch, ich muss dir sagen, was für eine Freude, dass wir uns am Ende der Zeit wieder getroffen haben, um uns zu erinnern. Mensch, ich muss dir sagen, du hast mir gefehlt. Du warst das ein, dieses Stück, dieses letzte Puzzle, Puzzle. Und jetzt ist alles vollkommen und perfekt. Gott hat mich nicht verlassen. Gott hat mich nicht getäuscht. Nein, jetzt bist du hier. Mensch, ich muss dir sagen, mir fehlen die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich kann nur sagen, danke Bruder, danke Schwester, danke Bruder. In dir erkenne ich mich, in dir finde ich mich. In dir ist dieser einsame Weg. Dieser alte Hass in gegenwärtige Liebe verwandelt worden. Mensch, ich muss dir sagen, welch eine Feier. Und Tausende feiern in diesem Moment mit uns. Und das ganze Universum beugt sich vor uns nieder. In der Heiligkeit, die wir uns erkennen. Mensch, ich muss dir sagen, du bist heilig.
ein Strahl deines Lichtes. Vor dir beugen sich die Sterne und erkennen deine Schönheit. Mensch, ich muss dir sagen, es ist ein Wunder. Ein Wunder der Schönheit der Schöpfung Gottes in dem Licht des Himmels. Mensch, ich muss dir sagen, es muss solche Freude hier zu sein. Mensch, ich muss dir sagen, ohne dich wäre ich nichts, ohne dich bin ich nichts. Danke, meine lieben Schwestern, danke, meine lieben Brüder, für eure Geduld, für euer Dasein, dass du mir die Möglichkeit gibst, mich in dir zu finden. Mensch, ich muss dir einfach sagen, danke. Danke, danke, danke. Ich liebe dich. Und in dieser Liebe finde ich die Liebe Gottes. Amen. Danke, ihr Lieben. Habt einen wunderschönen Tag. Ein wunderschönes Erkennen. Eine große Feier, dass wir gemeinsam nach Hause gehen, uns erinnern, dass wir bereits zu Hause sind. Mensch, ich muss dir sagen noch, du bist schön, wunderschön und heilig und strahlend. Du bist strahlend. Danke für dein Strahlen. Und wir sehen so in einem Augenblick, danke, du liebes Bote. Danke.